Tief im Harenna-Wald im Süden Äthiopiens gedeihen wilde Kaffeebäume. Das dichte Blätterdach schützt die Pflanzen vor der sengenden Hochlandsonne. Hier liegt die natürliche Wiege des Arabica-Kaffees. Für die Kleinbauern der Gegend sind die wilden Kaffeebohnen eine wichtige Einkommensquelle. Und genau das soll auch den Urwald selbst schützen. Der Wald ist extrem wichtig für unser Überleben, denn der Kaffee bringt uns viel Gewinn. Wenn wir den Wald nicht hätten, könnten wir keinen Kaffee ernten und produzieren. Die Kaffeepflanzen überleben, wenn der Wald da ist. Wenn wir den Wald fällen und anderswo Kaffee pflanzen, hat er dort nur eine kurze Lebensspanne. Der Kaffee, der im Schatten des Waldes wächst, bleibt für immer. Deshalb ist der Wald so wichtig für uns. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke zahlt sich für die Kaffeebauern aus. Zwar hat der wilde Kaffee einen niedrigeren Ertrag als kommerziell angebauter Kaffee, doch weil Anhänger eines ethisch verantwortungsvollen Konsums sich zunehmend für den wilden Kaffee begeistern, ist er für die Bauern durchaus lukrativ. Dank der italienischen Slow-Food-Bewegung zahlen Röstereien in Italien den Bauern den vollen Preis für ihre Ernte. Vor kurzem konnten sie einen ganzen Frachtcontainer Bohnen verschiffen, die größte Lieferung bislang. Dieser Kaffee hat einen sehr guten Säuregrad und der Geruch erinnert an Blüten. Er ist anders als andere, weil er wild ist. Aber sicher auch wegen der Höhenlage, weil wir hier in großer Höhe sind. Abholzung ist auch für die letzten Urwälder Äthiopiens eine Bedrohung. Doch nicht nur die Kaffeebauern hoffen, dass das weltberühmte Heißgetränk hilft, ihren Wald zu schützen.